Herzlich willkommen zurück zu Opa-Zock Traktorio. Folge 26, glaube ich, ist das mittlerweile. Und ja, mal hier ein bisschen noch Verschmutzung und so. Ich würde gerne die Nester hier unten jetzt ausrotten in der Folge. Denke ich mir mal. Weil die greifen schon gut an und hier unten bietet sich halt eine schöne Schmelzanlage vermutlich an. Oder hier. Aber wir gucken uns jetzt erstmal das hier unten an. Deswegen würde ich eher nach dort gehen. Jetzt müssen wir mal gucken. Stahl lassen wir uns anfordern. Aber hier kommt kein Stahl mehr an. Weil du jetzt so viel verbrauchst hier oder was? Weil du so viel verbrauchst oder was? Du bist aber gleich voll. Gut, dann sollte das ja wieder besser werden dann. Ich gucke mal, ob wir hier unten noch ein bisschen was an Stahl haben. Auch nicht. Kommt auch nichts an. Okay, das ist natürlich ein wenig schlecht. Wir forschen erstmal nichts mehr. Dass wir hier wieder ein bisschen Stahl ranbekommen. Und die hier können wir nicht weiter aufbohren. Das geht nicht. Das ist sehr schade. Das ist sogar sehr, sehr schade. Du bist leer, du bist voll. Wir haben zu viel Leichtöl. Und verbrauchen anscheinend zu wenig Petroleumgas. Wir haben zu viel Leichtöl. Zu wenig Schweröl. Machen wir die hier mal. Achso, die haben schon noch. Machen wir die mal ein bisschen schneller. Und dann müssen wir den leicht. Ne, den Petroleumgasverbrauch. Entweder erhöhen oder wir bauen einen Tank, wo uns die, die Steilplatten fehlen. Ich würde gern hoch. Beziehungsweise da links runter. Wo uns aber der Stahl für die. Die großen allerdings fehlt. Okay. Petroleum, du verbrauchst Petroleumgas. Was könnte man aus Petroleumgas noch machen? Plastik. Plastik, Plastik. Plastik ist voll. Rot ist auch voll. Shit. Ist fast voll. Hier fehlt Lubricant, weil hier Öl fehlt. Weil hier immer was vorhin war. Arbeitest, arbeitest. Arbeitest nicht. Tank für Petroleum, das wäre nicht schlecht. Fehlt mir aber noch ein Stahl. Können wir uns hier irgendwo Stahl klauen? Da können wir. Klauen wir uns mal hier einen Stahl. 1, 2, 3. Da haben wir mal ein paar. Kriegen wir hier noch einen rein?
Vermutlich nicht. Aber Untergrundrohre haben wir noch. Dann erweitern wir das noch mal nach hier. So, dann pumpen wir um da. Irgendwo kriegen wir eingeschenkt. Dort oben. Die Basen sind schon echt groß geworden. Hier oben würde ich gerne meine Basis aufbauen. Weil hier, das sieht echt gut aus. Hier so ein Hauptbahnhof rein. Und vielleicht doch hier unten die Schmelzanlage. Die müssen wir vertikal bauen. Ja, müssen wir mal gucken, was wir da am Platz haben. Können wir noch so einbauen? Die bauen wir mal. Weil ich glaube, die haben wir noch nicht automatisiert. Du bist voll, du bist voll, du bist voll, du bist voll. Du bist voll? Nein. Wir erhöhen mal die Bauroboter auf 2 Stacks. Die Logistik auf 3. Strommangel? Ah, okay, die ballern gerade ordentlich. Schon wieder. Also im Normalfall reicht der Strom, ne? Ja, genau, im Normalfall reicht der. Sollten wir aber im Auge behalten. Ich habe mir keine Uhr gestellt. Mist. Mist, 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 Mist. Na gut. Muss so gehen. Die können wir auch schon bauen. Nehmen wir den weg. Bauen wir den. Den dort drin. Macht ihn mal dort rein. Schießt. Alter. Mal dort einen. Das Holz hier mal weg. Das ist echt nervig, das Holz hier. So, dann gucken wir mal. Meine Güte, sind die schnell.
Aber vorhin müssen wir erstmal so einen kleinen Rückzugspunkt bauen. Weil nochmal sowas überlebe ich nicht. Und vom Zug überfahren werden überlebe ich auch nicht wahrscheinlich. So, dann bauen wir uns. Hier einen Rückzugspunkt hin. Ja, mal ran hier. Sammeln sich immer sofort. Das heißt, wir brauchen. Wir brauchen hier vorne einen Rückzugspunkt irgendwie. Dort der Rückzugspunkt hin, dann reißen wir den halt hier wieder ab. Der ist jetzt wahrscheinlich eben Dauerbeschuss. Dann gucken wir mal. Meine Güte. Also so eine verdammt aggressiven Viecher habe ich noch nicht gehabt. Den sollten wir haben. Jawohl, das ist unser. So, sehr gut. Ein paar kleine Artefakte. Der Platz ist gut, aber nicht ausreichend. Gehen wir doch weiter nach oben. Bestimmt irgendwas anderes Lustiges hin, was denn aber für eine Schmelzanlage nicht ausreichend. So, bauen wir uns hier mal zurück. Der Wald hier ist gerodet. Sehr gut. Doch der Platz hier eventuell an der zweiten Kurve. Oder kommen wir hier rüber? Hier scheinen wir auch rüber zu kommen. Nehmen wir uns gleich mal ein bisschen Strom mit. Irgendwo hier durch. So. Hier kommt jetzt erstmal eine Hauptbasis hin.
So. Das heißt, das Nest nach unten muss weg. Das ist da, so ein kleines Ding. So. Ach, Mensch. Kommt mal mit hier. Mal so ein bisschen. Mal so ein bisschen das hin. Den erreicht er noch und den erreicht er auch noch. Gut, dann ist die Basis weg. Gleich alles hier mitnehmen. Jetzt ist es natürlich dunkel. Gehen wir erstmal nach oben. Das scheint auch nur eine kleinere zu sein. Ja, jetzt im Dunkeln natürlich sehr toll. Hier irgendwie so ein bisschen zu agieren. Ich guck mal, dass ich hier einen Turm reingestellt kriege. Ach, hier sind wir ja schon an der Basis. Okay. Schon zerstört? Ja, wunderbar. Können wir den hier schon wieder zurückbauen? Heißt, es fehlt uns noch die Größe hier hinten. Die ist dort. Erstmal nach da. Lauf, 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 lauf. Die Viecher sind sau schnell. Aber alles noch T1 Viecher. Das ist halt der Vorteil. Muss ich laufen oder kriegen wir das so hin? Oh, scheint einen Griff zu haben. Beschäftigt. Setzen wir da noch mal ein paar hin. Bling, bling, bling. Sehr gut. Haben wir die Basis auch weg. Und vor allen Dingen noch mal ein paar Alien-Artefakte. So. Ganz Mist noch mal einsammeln. Ja, ich werde wahrscheinlich auch hier im Endeffekt im Singleplayer wahrscheinlich den Mod. Ah, guck mal, Folge ist auch schon vorbei. Den Landfill-Mod reinpacken, damit wir hier ein bisschen machen. Und dann kommt hier unten die Schmelzenlage hin. Aber ja, dadurch, dass die Folge vorbei ist, sehen wir das.
Ja, in der nächsten Folge wahrscheinlich auch noch nicht. Aber in der übernächsten Folge, schätze ich mal. Ja, genau. Ich werde es hier in der nächsten Folge erstmal so ein paar Roboter drüber setzen, dass wir den ganzen Wald hier wegprügeln können. Und dann kommt hier die Schmelzanlage hin. Und halt, wie gesagt, auch wie im Multiplayer der Landfill-Mod, damit wir hier noch ein paar Stellen wegmachen können. Ist mir doch ein bisschen zu viel Wasser. So, damit bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich war der Opa und sage ciao.